Hallo Astro-Rebellen, wir haben gestern, 28. November 2020, den Mond in das Sternzeichen wieder eingetreten gehabt. Und wieder ist ein Hinweis für neue Anfänge. Es beginnt etwas Neues. Einen neuen Zyklus beginnt. Und dieser Zyklus betrifft das Thema Widder. Und was ist Widder? Da wo Mars rückläufig bis Anfang nächstes Jahres ist. Widder ist Tatkraft, Mut, Durchsetzungskraft und sogar auch Gewalt im schlechten Sinne. Die Kräfte des Mars sind oder sie laufen unterschwellig zur Zeit. Man merkt sich diese nicht. Und das kann sich so äußern, dass man sich nicht zutraut, seine Meinung direkt und offen zu äußern, weil man Angst hat, Ablehnung und vielleicht auch man hat Angst, bestraft zu werden für dem, was man zu sagen hat. Zum Glück ist Mars nicht ewig rückläufig. Er wird am 14. November 2020 schon direkt laufen und somit werden sich die Kräfte des Mars besser entfalten können und nicht so unterschwellig verlaufen. Das heißt, die Unzufriedenheit, der Ärger, was viele Menschen haben, das wird sich anders zeigen. Und vielleicht ist das auch notwendig, damit die Rechte der Menschen respektiert werden, die Freiheit respektiert wird. Und warum spreche ich von Freiheit? Weil wir am 31. Oktober, also jetzt zu Halloween, einen Vollmond in Stier haben und dieser Vollmond bildet eine Konjunktion mit dem Planeten der Freiheit Uranus im 8 Grad Stier. Und was ist Stier? Stier ist die finanzielle Sicherheit. Steinbock auch. Aber Stier ist das Geld an sich. Ja, also hier geht es nicht nur um das Vermögen, sondern man wird alles, was diese Energie anbelangt, hat mit dem Thema Geld direkt zu tun. Das ist Stier, das Geld, das Einkommen, die existenzielle Grundlage. Und wir haben diesen Vollmond jetzt am 31. Oktober zu Halloween in das Sternzeichen Stier. In Konjunktion mit dem Planeten des Umbruchs, der Abwechslung, der Abbrüche, Uranus und auch mit dem Planeten der Freiheit. Uranus ist die Freiheit, Innovation, aber unter anderem auch, es geht hier um die individuelle Freiheit, um Geld zu verdienen, wie man möchte. Und wir haben in diesem Jahr 2020, seit Januar, eine Energie, die uns begleitet, die sehr schwerwiegend ist. Denn am 12. Januar 2020 hatten wir die Konjunktion Pluto und Saturn im Sternzeichen Steinbock. Und somit wurde eine Kraft freigesetzt und hat sich eine Kraft geäußert, deren Inhalte unter anderem, also man könnte sagen, Einschränkung beinhalten.
Und wir haben seit dem 12. Januar 2020 eine Kraft, die freigesetzt wurde durch die Konjunktion Pluto-Saturn, die viele Einschränkungen mit sich gebracht hat. Pluto ist der Planet der Vulkanen. Ein anderer Name für Pluto ist Vulcanus oder Vulkan. Denn er ist der Herrscher der Unterwelt. Und das betrifft alles, was unterschwellig ist. Eine Macht, die gefährlich ist, die unterirdisch ist und die, wovon man Angst haben kann. Pluto sind versteckte Gefahren, Radioaktivität, Viren, alles, was man nicht mit den bloßen Augen sieht, aber die eine wahnsinnige Kraft hat, die sehr zerstörerisch sein könnte. Saturn, Verwaltung, Regierung und natürlich Einschränkungen im Leben, die Regeln, die man folgen sollte. Also, das hatten wir in diesem Jahr 2020. Steinbock, Arbeit, Anstrengung, ja, Konjunktion, Intensivierung, und das hatten wir im Januar oder seit Januar. Aber wir haben am 17. Dezember 2020 Saturn in Wassermann. Und Saturn wird eine Weile in dem Zeichen sein. Und dann werden wir ab Januar, ich würde sagen vom Januar bis Mai, wird etwas geschehen in der Welt, was alles auf den Kopf stellen wird. Etwas ganz Neues, eine ganz neue Kraft, eine ganz neue Energie, welche Chaos verursachen kann. Viel Chaos, viel Instabilität. Das kommt nächstes Jahr. Es kommt etwas ganz Neues. Vielleicht hat man das vermutet, ne? Aber es ist was anderes, wenn man schon die Sache vor seiner Nase hat, als wenn man nur es vermutet, was geschehen könnte, ne? Und nächstes Jahr ab Januar dreht sich das Blatt energetisch gesehen und diese Energie wird sich äußern, wie alle Energien. Wir hatten in diesem Jahr, wie gesagt, Pluto, versteckte Gefahren, Angst, Macht, Saturn-Einschränkung. Und vielleicht war das alles notwendig, damit die Menschen wissen, welchen Wert die eigene Freiheit hat. Vielleicht muss man auch seine Freiheit komplett verlieren, damit man erkennt, welchen Wert die eigene Freiheit hat. Und dass jegliche Freiheit, die man verliert, diese wieder zu bekommen, ist sehr schwierig und manchmal unmöglich. Und das muss man erkennen, dass hier, wir sprechen nicht über banale Sachen. Also hier geht es wirklich um alles oder gar nicht, wie es üblich mit Pluto der Fall ist, wie es üblich mit Skorpion der Fall ist. Wir sprechen von Kräften, die sehr gefährlich sein können. Und wir haben den Vollmond jetzt zu Halloween im 8 Grad Stier in Konjunktion mit dem Planeten der Freiheit Uranus. Und das wird bis Dezember und Januar. Das wird, ich meine, das sind einfach Prozesse der Veränderung von einer Zeit der Lethargie, Steinbock, zu einer neuen Zeit des Umbruchs, Wassermann. Also hier sehen wir einen Übergang
zwischen Dezember und Mai. Dezember, Mai. Aber der Höhepunkt der Energie wird im Januar und Februar sein. Saturn ist auch Bankensystem. Ja, die Struktur der internationalen Bankensystem, könnte man so sagen. Alles, was mit Finanzen weltweit zu tun hat, Wall Street und das Ganze. Und wir haben Uranus im Quadrat das ganze Jahr 2021 mit Saturn. Leute, das ist gefährlich. Ja? Für eure Freiheiten. Wirtschaftlich und Meinungsfreiheiten allgemein. Uranus ist Internet, Strom, Elektrizität. Uranus ist Umbruch, Chaos. Ja? Und wir sehen diese zwei Planeten, die sich sehr langsam bewegen und deren Energien sehr verheerende Folgen haben können. Nächstes Jahr, das ganze Jahr 2021 von Januar bis Dezember im Quadrat zueinander. Quadrat heißt 90 Grad Winkelbeziehung zwischen beiden Planeten. Und es liegt an den Menschen, was sie daraus machen. Uranus ist Freiheit. Ich kann das nicht, also ich muss das so betonen, weil es sehr wichtig ist, in dieser Phase, in dieser kollektiven Phase der Erkenntnisse. Wir haben je nach Zeitalter etwas Neues zu lernen. Und das Thema Freiheit ist jetzt extrem wichtig. Und wenn ich sage jetzt, ich meine für die nächsten Jahre, das fängt erst gerade an. Ja, das ist schon angefangen. Aber das wird uns für eine Langeweile begleiten, bis die Menschen begreifen, wo die Macht eigentlich ist. Die Macht ist bei jeder von uns. Und jeder hat etwas zu tun. Man kann nicht alles als selbstverständlich annehmen. Weil sonst trifft diese existenzielle Faulheit ein. Man akzeptiert alles. Man lässt sich führen. Und man tut nichts, ja, man lässt sich einfach nur von Angst kontrollieren. Und ich weiß, man muss hier klug handeln, ja, Gewalt nicht, auf keinen Fall. Aber man muss zeigen, ja, dass man unzufrieden ist. Und das bleibt bei jeder überlassen, was man aus diesen Kräften, astrologischen Kräften macht, die dazu führen, dass man dann seine Freiheit komplett verlieren kann. Ja, also wir werden sehen, was im Januar geschieht. Ich bin gespannt. Januar ist ein extrem wichtiger Monat, astrologisch gesehen, und das müsste eine Auswirkung haben. Und wie gesagt, Halloween jetzt, 31. November, Vollmond in Stier. Hier geht es um die existenzielle Grundlage. Das ist Stier. Stier ist die existenzielle Grundlage, das Geld. Was man hat, was man besitzt. Uranus, Abbruch. Etwas Neues in Bezug zu diesem Themen. Was man nicht erwartet, ein Risiko. Ein neues Risiko, was man hier eingehen kann. Oder was entsteht von alleine, weil wir sind gerade in diesem Prozess, ja, mit dem Thema Freiheit, Einschränkung verbunden ist. Uranus, Pluto, Saturn. Das sind dann die drei Planeten oder drei Energien, die uns gerade wirklich beschäftigen. Der Mars ist verloren in seinem Domizil, rückläufig. Also der Mars hat Angst. Oh, was sage ich? Ich werde dann Ablehnung bekommen, wenn ich meine Meinungsfreiheit ausübe. Aber wie gesagt, Mars ist dann ab jetzt
Ich meine, ab dem 14. November ist er nicht mehr rückläufig. Das ist eine gute Sache. Dann kann sich diese Kraft des Mars entfalten. Dann haben wir den Vollmond auch jetzt, also bevor Mars wieder direkt läuft, am 31. in Stier. Das heißt, hier muss man wirklich an sein Einkommen denken, seine Sicherheit. Weil es kommen Zeiten, wo man diese komplett verlieren kann. Nächstes Jahr 2021. Wie sich natürlich das äußert bei jedem von euch. Ich kenne euch alle nicht, das weiß ich nicht. Aber es gibt Menschen, die haben Vorteile mit dieser Uranus-Energie, die nächstes Jahr uns begleitet. Es gibt Menschen, die nur Nachteile damit haben. Es kommt darauf an, was jeder in seinem Horoskop hat. Aber im Grunde genommen, es ist ein Übergang zwischen also von Steinbock in Richtung Wassermann. Steinbock ist Anstrengung, Einschränkung, die Regel folgen, die Regelakzeptanz. Saturn, Verzögerung, Einschränkung, wie gesagt. Pluto, Gefahr, Angst vor dem, was man nicht sehen kann. Das betrifft natürlich Viren. Ja? Etwas, was zum Beispiel Radioaktivität. Das ist auch etwas, was man nicht sieht, aber sehr gefährlich ist. Und das haben wir das ganze Jahr 2020 gehabt, ab Januar. Jetzt ab Dezember und bis Mai 2021 gibt es hier eine Veränderung, deren Höhepunkt im Januar liegt. Januar ist extrem wichtig. Und ich bin sehr gespannt, was dann im Januar vorkommt. Ich habe schon eine Idee, was das sein könnte. Ich meine, Finanzen, Stromausfall. Das sind Sachen, die dazu gehören, weil Uranus ist Strom, Elektrizität, Saturn Einschränkung. Und hier könnte man von einer Art Unterbrechung sprechen. Etwas wird unterbrochen. Etwas wird es nicht mehr geben und dadurch hat man keine Freiheit mehr. Uranus ist die Freiheit, Saturn die Einschränkung. Und dann haben wir diese zwei Planeten im Quadrat zueinander. Saturn, wie gesagt, Finanzen, Finanzkrise kann auch locker vorkommen Anfang nächstes Jahres. Also sehr spannend, Leute, Astro-Rebellen, ja, also sehr spannend. Also ich bin schon gespannt, was diese Energien letztendlich uns allen bringen, aber es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Es ist eine sehr gefährliche Konstellation, aufgrund dessen, dass Saturn und Pluto in Konjunktion waren in diesem Jahr und dann kommt der Saturn in Richtung Wassermann, dann haben wir das Thema gesellschaftliche Freiheit dann als Hauptthema. Ja, nächstes Jahr. Und wie diese Freiheiten eingeschränkt werden, ihr könnt nur vermuten, ja, aber auf jeden Fall wird das geschehen. Also wir sind am Anfang vom Sturm, ja, der Sturm ist noch nicht richtig eingetreten, weil das, was man in diesem Jahr hatte, also das ist nur der Anfang, ja, das ist einfach so eine, das ist diese Energie, die sehr nach innen geht, ja, man verdrängt etwas, man ist frustriert, ja, aber man hat Angst gleichzeitig. Nächstes Jahr kann die Bombe explodieren. Also nächstes Jahr, ich meine damit, dass wenn es Unzufriedenheit bei den Menschen gibt, wenn die Menschen einfach, sag ich mal, viel Ärger haben, das wird nächstes Jahr vor allem im Frühling oder es kann auch vor Frühling sein, das wird rauskommen. Endlich. Ja? Also, dass man sagt, Leute, wir haben genug. Wir haben genug. Irgendwo muss eine Grenze sein. Aber es liegt an den Menschen. Es ist nicht garantiert. Nichts ist garantiert, weil das, was ich mache, ist sehr seriös. Ich bin kein Orakel. Ja? Ich spreche euch über Wahrscheinlichkeiten, was ist wahrscheinlich, was kann geschehen.
Aber letztendlich haben wir einen freien Willen. Das heißt, wir haben die Fähigkeit zu entscheiden, was wir aus dieser Energien machen. Somit sind wir nicht in der Opferrolle, sondern können wir uns freiwillig in eine Richtung bewegen, individuell und gesellschaftlich. Und wie gesagt, als Fazit kann ich euch sagen, wir haben einen Sturm vor uns. Es ist nur der Anfang in diesem Jahr gewesen. Das Thema Freiheit ist das Hauptthema. Ja. Und es liegt an uns allen, was man macht. Ja, also jeder trägt seine Verantwortung für seine eigene Freiheit. Es ist viel einfacher zu sagen, ja, zu anderen, ja. Also es gibt viele Menschen, die mich anschreiben und Beiträge schicken, ja, über WhatsApp und versuchen mich zu beeinflussen, damit ich derjenige bin, der etwas sagt, weil ich einen YouTube-Kanal habe. Aber ich sage euch, ich lasse mich nicht beeinflussen und es liegt bei jedem von euch, was ihr tut, kann einen Unterschied machen. Und es ist sehr einfach zu sagen, ja, tu dies und tu jenes, aber jeder soll seine Sache machen. Ich mache meine Sache, ja. Ich nehme meine Verantwortungen, aber jeder muss auch etwas tun und nicht immer sagen, ja, du solltest das den Menschen sagen. Ich meine, das kannst du selber sagen. Ja, man kann selber seinen eigenen seinen Kanal haben und seine Meinung äußern und die Verantwortung dafür tragen. Also Wassermann ist die Eigenständigkeit, die eigenständige Entfaltung. Uranus sowieso. Und dieses Thema Uranus-Wassermann, das wird ab nächstes Jahr eintreten. Und wie gesagt, Leute, ich bin gespannt. Wenn ihr eine individuelle Vorausschau braucht, weil wir nicht wissen, wie sich das bei jedem von euch äußern wird, ich bin immer da für eine persönliche und konkrete und genaue Voraussage für die kommenden Zeiten. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Astro-Rebellen, und wir sehen uns beim nächsten Video.